Die U17 des FC Deisenhofen ist aktuell in der Landesliga die beste Mannschaft aus München. Man steht hinter dem SSV Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt auf Platz 3. Und einer der Stammspieler und einer der wichtigsten Stützen ist heute bei uns Oliver Lindenauer. Servus. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt gab es am Wochenende erstmal noch herzliche Glückwünsche zum 2:1-Sieg gegen die Münchner Löwen, gegen die U16-Mannschaft. Ja, was sind jetzt die Gründe für diese erfolgreiche, starke Saison bisher? Ja, also auf jeden Fall die gute Vorbereitung, das spielt auf jeden Fall mit rein. Teamgeist ist auf jeden Fall auch sehr gut vorhanden bei uns. Ja, jeder hat seine individuellen Fähigkeiten, die er hat, die bringen wir super zusammen. Und so bilden wir einfach ein richtig gutes Team zusammen. Und ja, mit dem Marco Schmidt als Trainer an unserer Seite, der jetzt schon die letzten, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber die letzten 3-4 Jahre immer mit der U17 an der Spitze stand, haben wir natürlich einen super Trainer. Genauso mit unserem neuen Co-Trainer, Leo, der seinen Job auch bis jetzt sehr gut macht. Sind wir einfach ein super Team. Ja, also Marco Schmidt, haben Sie jetzt schon gesagt, ist jetzt auch schon länger hier beim FC Deisenhofen in der U17. Die letzte U17-Saison endete ja dann doch irgendwo so unglücklich. Man hat sich durch ein 1-1 in Stetzling die letzten Chancen dann noch für den Aufstieg kaputt gemacht. Da war ja auch die Konstellation 60 durfte nicht, nachdem ja die U17 auch in der Bayernliga geblieben ist. Wie viel merkt man jetzt noch innerhalb dieser Mannschaft davon, dass die Saison nicht so gekrönt wurde, wie man es eigentlich wollte? Ja, also eigentlich recht wenig, weil die Anforderung eigentlich von den Trainern auch gar nicht war, dass wir aufsteigen. Und wir jetzt halt als Mannschaft, die noch aus dem alten Team in der, aus der Kreisliga noch rauskommen, eben natürlich der Sprung in die Bayernliga sehr groß gewesen wäre. Und eventuell dann der ein oder andere, der jetzt halt noch im Team spielt, vielleicht in der Bayernliga nicht mehr übernommen worden wäre. Und dann hätten wir vielleicht noch mehr neue Spieler bekommen. Es wurden jetzt halt 4 aus der alten Mannschaft aussortiert. Vielleicht wären es dann, keine Ahnung, 6 oder 8 gewesen. Und ja, unser Ziel ist jetzt einfach, gute Saison in der Landesliga zu spielen. Eventuell auch der Aufstieg. Aber Hauptziel, uns zu verbessern, für die A-Jugend vorzubereiten, die ja in der Bayernliga spielen. Und genau, einfach oben mitspielen. Die A-Jugend macht ja auch keinen guten Job, genauso wie die U18 auch des FC Deisenhofen. Aber weil Sie jetzt gerade sagen, ja, das Ziel war letzte Saison nicht aufzusteigen. Wenn man dann aber in der Position ist oder in dieser Situation, dann nimmt man es natürlich auch mit. Also dann ist ja die Enttäuschung dann doch auch ungefähr. Ja, natürlich. Also die Enttäuschung hat man natürlich auch bei den U17-Spielern letztes Jahr gemerkt, nachdem es auch am Schluss dann wirklich haarscharf war. Also es war dann wirklich nur direkter Vergleich, wo Deisenhofen den Kürzeren gezogen hatte. Also wir hatten die gleiche Punktzahl, alles das gleiche Toranzahl, glaube ich sogar, weil die U16 natürlich das auch immer mitverfolgt hat, wo die U17 gerade steht, natürlich wo wir nächstes Jahr spielen, auf was müssen wir uns einstellen. Natürlich hätte man sich gefreut, Bayernliga, eins unter Bundesliga, ja. Das Ziel oder ein Traum von jedem Jugendspieler, so hoch zu spielen. Aber ja, im Endeffekt hat es dann leider nicht mehr gereicht. Und wir machen das Beste draus, wo wir sind. Und versuchen uns als Team da ranzuarbeiten, vorne mitzuspielen. Und dann wird es schon. Mit der U15 stiegen Sie in die Bayernliga auf. Da hat man sich dann auch schon irgendwie in so einen Fokus gespielt. Einige Spieler sind dann zu diversen NLZs gegangen. Auch zu der Saison gab es einige Abgänge Richtung NLZ. Also Deisenhofen ist auch für diese gute Jugendarbeit bekannt. Das merken wir auch schon daran, dass man jetzt mit der U15 in der Bayernliga vertreten ist, in der U17 Landesliga, in der U19 Bayernliga. Wie wird hier gearbeitet? Was ist das für ein Umfeld, wenn hier so gute Arbeit gemacht wird? Ich erinnere da auch an die U19, die ja letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr den Futsal-Titel gewonnen hat. Das war ja auch ein großes Ereignis hier. Also ich denke, das, was Deisenhofen vielen NLZs voraus hat, ist auf jeden Fall das Menschliche. Hier wird einfach auf hohem Niveau Fußball gespielt und auch trainiert, alles zusammengearbeitet.
aber hier ist einfach das Menschliche auch noch im Vordergrund und da wird der Druck einfach herausgenommen, ja, indem die Trainer einfach ganz anders mit einem arbeiten und hat man jetzt keine Angst irgendwie zu versagen, sondern alle haben Spaß daran, alles zu geben, ja, im Training, im Spiel. Ja, sie selber gelten als sehr ehrgeizig. Jetzt geht ein Spiel enorm unglücklich verloren. Wie gehen Sie mit sowas um? Ja, also nach dem Spiel kommt es auf jeden Fall bei mir nicht gut, wenn mich jemand anspricht, bin ich noch im Tunnel. Und ja, die Niederlage sitzt auf jeden Fall dann noch tief, auf jeden Fall bis zum nächsten Tag. Spätestens bis zum nächsten Training, ab da muss man den Schalter wieder umlegen und einfach wieder am nächsten Spiel arbeiten und das neue Ziel vor Augen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.